Hallo und herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute mache ich türkischen Reis mit Hühnchen. Dafür brauche ich 400 Gramm Hähnchenbrust, 3 Gläser Reis, 0,5 Gläser Schädel, also feine Nudeln, 30 Gramm Butter, 50 Milliliter Öl und Salz. Dieses Rezept habe ich mir ausgesucht, weil es sehr simpel und einfach ist. Es schmeckt auch ziemlich gut, es geht schnell und ich kenne das Rezept, weil meine Oma das immer für mich gemacht hat. Und jetzt versuche ich es einfach mal selber aus. Jetzt nehme ich mir hier den Reis und diese Schüssel hier und fülle den Reis hier rein. Dann gebe ich jetzt Salz dazu, ungefähr 3 Esslöffel. Damit die Stärke vom Reis abgeht. Und jetzt gebe ich noch kochendes Wasser dazu. Ich lasse es jetzt 5 Minuten, also ca. 5 Minuten ziehen und so lange bereite ich schon meine anderen Sachen vor. Jetzt schneide ich das Hähnchen in Stücke. Also ich schneide es jetzt in Würfel, so ist es auch einfacher zum Essen. Manche schneiden es in Streifen, aber ich finde es auch irgendwie einfacher, wenn man das in Würfel schneidet. Hier muss man auch vorsichtig sein beim Schneiden. Da kann man sich nämlich arg verletzen. Ich persönlich finde es auch einfacher, wenn man das Fleisch nicht von außen schneidet, sondern von innen. Das ist eigentlich wie bei einer Paprika. Man kann es halt nicht so gut von außen schneiden, also von der Schale aus, sondern vom Inneren kann man es halt eben leichter schneiden. Ich gehe jetzt erstmal kurz Hände waschen. Ich habe das jetzt 5 Minuten ziehen lassen und man sieht hier auch schon die Stärke. Und jetzt ist auch schon Zeit, den Reis abzuwaschen. Ich habe den Reis jetzt abgewaschen, bis das Wasser klar war und dann habe ich es einfach in diesen Messbecher umgefüllt. Jetzt gebe ich hier in die Pfanne, in den Topf, mein Öl rein und dann noch meine kleinen Nudeln. Ich lasse es jetzt so lange anbraten, bis es goldbraun ist und ab und zu rühre ich auch mal durch, dass es nicht anbrennt. Boah, das wird ja richtig gut. Gestern war voll der Fail. Oh, jetzt wird's viel besser. Mit Profi-Unterstützung. Komm mal kurz ins Bild. Jetzt komm. Hello. Sieht aber gut aus. Ja, komm. Was machst du als nächstes? Als nächstes tue ich dann den Reis rein. Das ist übrigens türkischer Reis, den bekommt man in jedem Fachhandel im türkischen Laden, oder? Ja. Mittlerweile gibt es die aber auch bei den ganz normalen Supermärkten, ja. Oh, das riecht so lecker. Ja. Das ist auch das Besondere an dem Reis, ne? Ja, dass er immer so riecht. Also unbedingt nachmachen. Das schmeckt richtig gut. Der hat auch einen Unterschied. Der deutsche Reis, der ist halt nicht so buttrig und ich finde, der hat nicht wirklich Geschmack. Ja, kann man das so sagen, ja, oder? Ja. Bei uns ist meistens immer ein bisschen mehr Fett drin, ein bisschen mehr Öl, alles so fettig. Und aber Butter. Stimmt, aber die mache ich am Ende rein mit dem. Ja. Und ich trinke auch immer das meiste Wasser, wenn wir Reis machen. Was das oben drauf ist, das trinke ich immer. Echt? Ja, ich mag das wohl. Das ist ja stärker. Ja, aber ich meine, wenn es köchelt mit dem Wasser oben drauf, das und sowas. Echt, das trinkst du? Ja, das trinke ich. Habe ich schon nie probiert, vielleicht probier's halt. Ich schöpfe gleich noch was ab, also. Ich lass dich mal weitermachen. Ja. Ich glaube, das geht sogar so, oder?
Muss es noch anbraten? Nee, das reicht. So, okay. Zoga, kommst du mal kurz und hilfst mir, so, bevor es anbrennt? Mach schon mal rein. Uff. Hier mal schön auskratzen. Der macht das immer gern. Was denn? Auskratzen. Ich nicht. Mama. Das sieht wie bei Oma aus. Und jetzt kommt noch die Butter rein. Ups. Hat niemand gesehen. Es ist auch nicht gefilmt. Ich brate den Reis jetzt kurz 2 Minuten an und dann lösche ich das mit dem kochenden Wasser ab. Weißt du, wie viel Wasser du reinmachen musst? Nach Gefühl so 1 Zentimeter über dem Reis. Ja. Eine genaue Wasserangabe gibt es, glaube ich, nicht. So 1 Zentimeter über dem Reis. Aber ich sage jetzt einfach mal, so 1 Zentimeter über dem Reis sollte das Wasser schon gehen. Togabe, kannst du mir kurz helfen? Ja. Nochmal. Machen wir das Wasser rein? Ja. Sagst du mir Stopp? Mhm, reicht, oder? So, das reicht. Soll ich mal was sagen? Hm? Ich habe den Reis noch nie gemacht. Meine Mama hat den immer gemacht, aber ich habe nie den Reis gemacht. Ich habe einmal bei Sally ein Video geschaut gehabt. Das war's aber auch. Aber ich habe nie nachgemacht. Ich gebe noch mal ein bisschen Salz dazu. Wie die Mama. Wie die Mama, ich wollte es gerade sagen. Wieso wie die Mama? Weil die Mama das auch gerne macht. Ich lasse es jetzt noch mit dem Deckel oben drauf 20 Minuten köcheln, oder? Hört sich gut an. Ja. Aber davor schöpfe ich mir was ab. Ich brate jetzt das Fleisch an. Dafür gebe ich erstmal Olivenöl in die Pfanne. So, jetzt habe ich meinen Herd angemacht. Heiß. Oh, ich habe meine Hände verbrannt. Egal. Jetzt gebe ich das Hühnchen rein. Und jetzt brate ich das etwas an. Jetzt habe ich den Herd auf mittlerer Stufe des Fleisches schon durch. Ich lasse es noch ein bisschen brutzeln und gebe 80 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. So. Und jetzt stelle ich es noch mal auf die Stufe 7. Und ich lasse es jetzt kurz noch so 2-3 Minuten aufkochen. Fleisch ist fertig. Obwohl, nee. Ich würze es jetzt noch ein bisschen ab mit Paprika edelsüß und Salz und Pfeffer. So, jetzt probiere ich erstmal das Hähnchen. Mhm. Ist sehr lecker. Und jetzt gucke ich auch noch mal nach dem Reis. Riecht schon mal lecker. Wir haben gemerkt, dass der Reis auch schon fertig ist. Der sieht zwar noch
so glänzend aus und sowas, aber das nur wegen dem Fett. Denn sehr viel Fett ist lecker. Sag ich mal so. Und Butter. Und ich lasse den jetzt auch mal ein bisschen abkühlen und mache so lange den Joghurt. Jetzt mache ich auch noch den Joghurt und ich habe jetzt den Gazi Naturjoghurt. 400 Gramm Joghurt, eine Hand Petersilie und eine Hand Dill und noch etwas Salz und Pfeffer. Ich schütte dann noch die ganzen Zutaten in diesen Becher rein, weil ich finde es dann einfach einfacher. Jetzt schneide ich die Petersilie. Ich habe jetzt mit Profi-Hilfe das hinbekommen, alles klein zu schnibbeln. Und jetzt gebe ich das einfach in meinen Eimer rein. So, jetzt rühre ich das erstmal um. So, jetzt schmecke ich den ganzen Spaß mit Salz und Pfeffer ab. Darf ich da jetzt trinken? Nein, die kosten 1,39. Ich bekomme nicht mal Taschengeld. Ja? Okay. Danke. So, jetzt kommt noch Pfeffer rein. Fertig. Ich mag keinen Pfeffer. So, und jetzt kann ich noch alles anrichten. Jetzt gebe ich den Reis in eine kleine Schüssel rein. Randvoll. Jetzt drücke ich den Reis noch etwas runter. Okay, 1, 2, 3, auf gut Glück. Das ist gerade wie Sandbogen bauen. Wow. Okay, das passt so. So, jetzt gebe ich das Hühnchen dazu. So, das geht doch so, oder? Hast du noch etwas Petersilie? So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Joghurt drauf. Jetzt macht die Sarah noch Bilder und dann können wir endlich essen. Jetzt dürfen zwei Freiwillige probieren. Auf meiner rechten Torge Abi und auf meiner linken Aldin. Sieht gut aus. Danke. Ja. Warte, nehmen wir mal die Löffel. Was sagst du? Sagst du, es schmeckt? Ich denke. Es schmeckt bestimmt, wenn du es gemacht hast. Mhm. Schmeckt sehr gut. Danke. Finde ich auch. Ich muss kurz lachen. So, okay. Oh, warte. Ich habe gerade einen Nachkampf. Das Rezept findet ihr auf sallys-blog.de.
wie sehr viele weitere leckere Rezepte. Ciao, ciao. Tschüss.